Gedöns. Hallo Gedöns. Es geht wie Hallo. Immer los mit den Nuss. Und da ist uns ja eine Nuss ins Haus geflattert, dass es einen neuen Erzähler bei den drei Fragezeichen geben wird. Und selbiger ist ein prominenter einer, nämlich Axel Milberg. Axel Milberg! Ja, finde ich cool. Also. Ich finde das auch kann cool. Kann ich mir super vorstellen. Also das ist tatsächlich, also ich glaube auch der Aufschrei, den man ja immer so bei den drei Fragezeichen hat, wenn sich was ändert. Ich glaube, das wird sich in Grenzen halten bei dem Namen. Nee, es hat sich auch, also was tatsächlich, ich meine, es haben viele zwar geschrieben, oh schade und so, aber ich habe ja eher gedacht, dass dann so das Zeta und Mordio und ich kaufe die Folgen dann nicht mehr und das ist ja doof und warum macht ihr das? Nee, das habe ich tatsächlich nicht vernommen. Also es war dann doch eher so ein Bedauern, dass Thomas Fritsch immer dabei ist, aber ich glaube tatsächlich, dass Axel Milberg schon eine wirkliche Granatenbesetzung dafür ist. Ja, absolut. Finde ich richtig gut, ja. Ich habe ihn die Tage, wo habe ich ihn denn noch gehört? Ich noch guck, komm jetzt nicht mehr drauf. Ich habe die Tage ein Hörspiel gehört, wo er noch mitgespielt hat. Ist ja auch nicht so oft. Muss also irgendwo Radieskes gewesen sein. Ein Wallander? Nee, eben nicht. Nee, komm nicht mehr drauf. Naja. Dann ist die Blase geplatzt. Juhu. Die goldene Blase ist geplatzt. Und wer hat recht gehabt? Du hast recht gehabt, ja, na klar. Ja. Ich will jetzt nicht drauf rumreiten, aber... Kannst du. Ich habe dafür auch zwei Umklapppunkte bekommen, die Hörst ich bei Bedarf einsetzen werde. Hörst du es? Das war ein Reitgeräusch. Was war das? Reitgeräusch. Kennst du das nicht? Früher nicht als... Nee. Ja, aber warum Reitgeräusch? Drauf rumreiten. Ach, drauf rumreiten. Ja, Entschuldigung, ich gehe gerade mal vom Schlauch runter. Ist nicht schlimm. Ist ja schon spät. Ja, die groß angekündigte Veröffentlichungswelle bei Platin Records hat sich dann, wie vielleicht die ein oder andere bekommen hat, als Fake entpuppt. Da war nichts dahinter, außer tatsächlich ein bisschen böser Energie und ja, der Hang zum ekligen Streich. Also, das haben ja viele so als geglückten April-Scherz gesehen, sehe ich ein bisschen anders, aber naja. Können wir vielleicht später noch drüber reden. Ja, wer weiß, haben wir vielleicht nochmal ein Thema, genau, wo wir mit reden können. Dann gibt es was Neues beim Hörplanet. Der Hörplanet ist gerade auf großer Freunde-Finde-Phase. Tut mir leid, da bleibt mir echt nur noch Lachen, ja, und Fremdschämen. Tut mir leid, das geht nicht mehr jetzt. Hat jetzt ein geniales Marketingkonzept und hat gedacht, wir dissen mal unsere Hörer. Ja, und also die erste Runde war ja, also man hat sich gedacht, man schiebt auf YouTube Lady Bedford Folgen hoch, quasi um anzuteasen, was ja legitim ist und durchaus sinnig sein kann, aber halt nicht mit dem Hintergedanken, okay, wenn ich jetzt die ersten 50 Folgen gehört habe, dann kaufe ich automatisch die nächsten 50. Wie lange ist der Hörplanet jetzt schon im Geschäft? Also ich tut mir leid. Nicht. So blauäugig kann man doch nicht sein, dass das passiert. Also, oder? Ja, und es ist auch wieder diese Milchmädchenrechnung, die es schon früher bei diesen illegalen Downloads gab, wo es dann immer hieß, ja, das haben jetzt so und so viele Leute angeklickt und wenn davon nur jeder Zehnte das gekauft hätte, ja, so kann man aber nicht rechnen, weil das ist keine Rechnung, die aufgeht. Klar, Hörspiele bei YouTube werden wie blöd geklickt. Also das ist ganz normal. Da kann ich doch nicht erwarten, dass die Leute dann sagen, juhu, ich habe jetzt 50 Mal Lady Bedford gehört. Ich laufe jetzt in den Laden, kaufe mir die nächsten 45. Erstens mal, wer hat das Geld, um mal gerade eben 45 Folgen zu kaufen? Vor allen Dingen, wer macht das? Es ist ja auch nicht so, dass es keine Hörspiele gäbe. Und ich glaube, wer bei YouTube Hörspiele hört, ist jetzt auch nicht so prädestiniert, dass der sagt, oh, super, ich gehe jetzt los und kaufe das. Ist also, entweder man kauft die Hörspiele, weil man sie gut findet, aber so, also die große Zielgruppe, so die sagen, ich lasse mich bei YouTube anfixen und kaufe dann. Das ist die also Verbindung, bei aller Liebe, da Verbindung, ist jetzt Lady Bedford auch jetzt nicht so das Hörspiel, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt dann auf CD haben. Hm. Also dafür ist es jetzt auch nicht besonders genug. Also das war die erste Runde und in der zweiten Runde hat man dann einen draufgesetzt und ein neues Format erfunden, in dem man wirklich, also quasi wie mit Philipp Stegers war das, im Storkhausen. Ja, die Hörplanetianer, die beiden hocken halt da und verlesen quasi nachäffend User-Meinungen. Was ich in Ordnung gefunden hätte, hätte man sich nur auf das Saugerforum gestürzt. Genau. Okay, da hätte ich nichts gesagt, aber es bleibt halt nicht dabei. Und wie man dann halt wirklich nicht nur mit potenziellen, sondern mit echten Kunden umgeht, also geht's noch?
Hallo? Ja, ich fand das auch. Dann hat man ja bei einem hat man es ja anscheinend gemerkt, dass man es übertrieben hat und hat dann in der nächsten Folge so eine ellenlange Ankündigung geschrieben, wo man versucht hat, das zu relativieren. Und er hat es mit jedem Satz eigentlich noch schlimmer gemacht, als es schon. Also das war, also ich verstehe es nicht. Es tut weh. Ist nochmal zu erwähnen, dass die beiden Jungs mehrfach den Orkanus für die beste Ja, da Öffentlichkeit muss ich aber auch mal dran denken. das kann doch nicht wahr sein. Und die waren früher, also das war ja wirklich früher. Also ich meine, die hatten den damals auch verdient. Und heute, also ich meine, man kann den beiden ja keine Tipps geben. Das ist ja, Nee, da ist ja boah, auch verbrannte nee, Erde also schon. wenn jetzt allein deswegen werden wir wahrscheinlich schon wieder eine Sonderfolge für die Fritzeschau kriegen. Ja, dann ist es so. Aber ist dann halt so. Aber, also das ist mir echt ein Rätsel. Also wenn man so lang im Geschäft ist, Na, muss vor man doch so allem. ein bisschen wissen, wie der Markt tickt und wie die Leute ticken Na, vor allem, und wo wir gedacht haben, was okay, ankommt und was nicht ankommt. man hat sich doch zurückgenommen und war Ja, alles es in war doch alles Ordnung, gut. war alles in Ja. Ordnung. Und dann kommt man mit sowas daher. Also, wie einem sowas einfallen kann. Ja. Also. Und auch diese, also ich war ja echt, war erstaunt. Die hatten ja auch, als es in dieser Ruhephase, hatten die ja dann diesen Ärger mit den Covern. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand Ja. mitbekommen hat, außerhalb. Da haben die ja tatsächlich ihre Kunden auch angeschrieben und darauf hingewiesen, beziehungsweise die ganzen Leute. Also selbst wir haben Post gekriegt, obwohl wir ja offiziell in Anführungsstrichen verboten bekommen haben, irgendwelche Hörplanet-Cover zu zeigen, was wir auch gerne machen. Nicht, weil wir uns davon hätten beeindrucken lassen, aber nee, also wenn ein Label kommt und sagt, wollen wir nicht, dann machen wir das auch. Ja, ist Also doch kein Ding. es ist ja nicht unsere Werbung, die da Nee. flöten geht. Ja, gut, jetzt haben wir wahrscheinlich noch irgendein Label auf eine Idee gebracht. Naja, dann ist es so. Also, Naja. das ist. Also, das. Also Ja, das. ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich selten entsetzt bin. Aber in dem Fall war ich wirklich entsetzt und habe mir gedacht: Mein Gott, Jungs, ey, es tut nur noch weh. Ich hatte auch echt kein Mitleid mehr, weil ich gedacht habe: Also, tut mir leid, also da habt ihr euch jetzt wirklich komplett verscherzt. Also, was um alles in der Welt ist da in euch gefahren? Ja, ich hätte jetzt auch tatsächlich, also wenn man das so gemacht hätte, dann hätte ich tatsächlich auf das Saugerforum beschenkt, ne, gesagt, okay, da laufen keine Leute rum, die unsere CDs kaufen. Das sind Leute, die wissentlich sich in der Illegalität bewegen und da zum Teil auch kein Unrechtsbewusstsein haben. Über die kann man sich lustig machen. Da hätte ich überhaupt kein Problem mit gehabt. Aber wirklich über Leute, die in irgendeinem normalen, legalen Hörspielforum schreiben und Na, selbst bei sich als YouTube, denke, Käufer und ja. Fans outen, über die herzuziehen und teilweise wirklich sich an Kleinigkeiten aufgehangen haben, Ja. irgendwelchen Formulierungen, irgendwelche Rechtschreibfehler. Rechtschreibfehler, Ja, genau. Leute, meine Güte, Niveau ist keine Hautcreme, echt. Naja, Jo. komm, zu was Positivem. Haken Es gibt dran. ja auch positive neue Label-News. Und zwar zum Beispiel Dreamteamer, das ist eine Combo, die Live-Hörspiele oder beziehungsweise hauptsächlich durch Live-Hörspiele bekannt werden. Die werden jetzt auch ein Label gründen, in dem sie Hörspiele auf den Markt bringen. Und zwar wird das Ganze Brainflower Media heißen und soll irgendwann in 2017 auch starten mit einigen Veröffentlichungen. Und da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, wie Jo. man das angehen wird. Noch was Positives. Und zwar eröffnet die Hörspielbude ihr Ladenlokal. In Hannover ist es, ne? Ja, ich Ja. glaube, ja, genau. Also Link findet ihr im Begleitheft, da ist dann auch alles. Und wenn ihr dann mal in der Gegend seid, könnt ihr ja mal reinschneiden. Jo. Also nicht nur online, sondern so direkt mit anfassen und so. Auch nicht schlecht. Ja, die Podcast-Kollegen vom Hörmer-Podcast haben eine Spezialfolge gemacht zu TKKG-Hörspielen, die sehr hörenswert ist. Sie hatten nämlich Besuch, also es waren nicht nur die zwei Hörmer-Podcaster, sie hatten Besuch von Becky, die unter Twitter als Genderbeitrag twittert und die drei haben sich quasi über die Serie TKKG sehr hörenswert ausgetauscht. Fand ich wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Podcast-Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War sehr interessante Meinung zu TKKG, die auch so auf meiner Wellenlänge tatsächlich lag. Wahrscheinlich auf vieler Wellenlänge, weil TKKG ist ja schon relativ eindeutig. Da ist ja nicht viel mit polarisieren, weil kann man kaum anders sehen. Ja, hört mal rein, weil fand ich wirklich unterhaltsam und sei euch mal empfohlen. Ihr müsst ja nicht nur uns hören. Es gibt ja noch viele da draußen. Apropos, da gibt es auch einen Podcast über ja, Leute, die in den 80ern aufgewachsen sind. Ich zum Beispiel. Genau. Ja, und in der zweiten Folge beschäftigt sich dieser Podcast mit Hörspielen. Ist zwar ein bisschen älter, ich bin durch die TKKG Hörmer Podcast Folge drauf aufmerksam geworden. Die haben den nämlich erwähnt
Und da habe ich gedacht, ach, hör mal rein. Und das ist wirklich auch ein sehr, sehr schönes Projekt. Zwei Brüder, die sich über quasi ihre Kindheit unterhalten, in verschiedenen Folgen, Podcast-Folgen über verschiedene Dinge reden. Also in der Folge 2 sind sie Hörspiele, dann gibt es noch welche mit Computerspielen, mit Filmen aus den 80ern. Also das Ganze heißt Young in the 80s. Und wie gesagt, Folge 2 geht um Hörspiele. Fand ich auch interessant, auch vor allen Dingen mal so die unterschiedlichen Serien, die man in den 80ern hatte. Also das ist ja auch von Landstrich zu Landstrich verschieden, an was man gerade rankommen konnte. Fand ich wirklich interessant und da war auch das ein oder andere Hörspiel, wo ich auch nochmal nachhaken muss. Da muss ich nochmal gucken, wo ich das herkriege. Regina Regenbogen. Nee, das Verstehen Sie Spaß, war das ein Hase? Ich hab's jetzt nicht mehr im Ohr. Muss mir das nochmal genau angucken. Ja, den Podcast nicht genug. Es gibt auch noch den J-Cast, ein Podcast über Dinge. Und in Folge 32 dieses Podcasts gibt es ein Interview und zwar mit Heike Dine Körting. Ja, und noch ein Podcast, sehr hörenswerter Podcast, wie ich finde, und zwar den Orcast. Die haben nämlich das Hörspiel des Jahres. Ach ja, da war irgendwas. Ja, falls ihr es nicht mitbekommen haben solltet, wir haben eine Spezialfolge draußen mit dem oder unseren und euren Hörspielen des Jahres. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal reinhören. Findet ihr natürlich bei uns im Feed oder auf unserer Seite ist das natürlich verlinkt. Dann gab es den Ehrenpreis der deutschen Schallplattenkritik, wurde verliehen an Christian Brückner. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jo. Dann gibt es der Hörspielpreise nicht genug. Auch der Hörspielpreis der Kriegsblinden geht in eine neue Runde und es sind einige Einreichungen da, die allerdings, ich sag mal, mir die Entscheidung nicht einfach machen. Nicht, weil es so alles so tolle Hörspiele sind, sondern weil es wieder so das Problem ist, dass man nur einreicht, was so irgendwie, von dem man sich auch eine Chance verspricht, Was uns ohne trennt, jetzt so Screener, tatsächlich. kontrollierter Also, Sinnflug. ja, kontrollierter Sinnflug ist tatsächlich, das wäre so, das aber auch mein Favorit. Also, das Normalverdiener von Katrin Rückler ist von BR eingereicht worden und Fragen für alle von Heike Geißler. Verrauchtes Idyll, das fand ich ja eher, naja, schwach. Und gut, Evangelium Pasolini habe ich mir jetzt mal angehört. Es ist ja Hörspiel des Jahres gewesen vor der Akademie der Darstellenden Künste. Ich habe mal angefangen zu hören und ich habe nach einer Viertelstunde ausgemacht, weil es ist quasi ein Feature über den Film von Pasolini, aber das ist kein Hörspiel. Also zumindest war nichts drin, was ich denke, ja, das ist jetzt mal tatsächlich dramaturgisch bearbeitetes Hörspiel. Also fand ich jetzt tatsächlich nicht gut. Naja, Augusto der Richter vom MDR, die meisten Afrikaner können nicht schwimmen. Das hätte ich jetzt noch so thematisch zumindest mal interessant gefunden. Schalltot oder lebendig von Hermann Bohlen. Hermann Bohlen, ja. Auch andere, Mein Herz leer von Werner Fritsch. Mu oder People Must Be Punished, klingt auch super, ist von Radio Bremen. Gaia von Daniel Krämer von RBB und RBB ist auch, ich dachte, in Europa stirbt man nie. Was uns trennt von Chris Odemus, das ist natürlich schon mal was. Weiße Hirsche von Gerold Ducke, E-Mystery von Werner See, vom Drehen und Wenden der Blätter von Oswald Egger. Screener ist auch wieder interessant, hat ja auch beim deutschen Hörspielpreis der ARD zumindest ist es aufs Treppchen gekommen. Turbo Germany vom WDR gibt es noch. Wasserstoff brennen von Deutschlandradio Kultur. In Darkness Let Me Dwell. Das werden wir euch vielleicht im nächsten Monat vorstellen. Mal gucken. Baumleberliebe, ein schöner Titel. Tiesenjoch 6440, Hörspielvariation über ein Thema von Federico Fellini. Und kontrollierter Sinkflug vom SRF. Ja, das sind alle Nominierten. Ich schätze tatsächlich, also ich würde jetzt mal sagen, kontrollierter Sinkflug und das Stück von Chris Onomus wären so meine Favoriten. Und das heißt damit schon, ihr habt keine Chance. Tut mir leid, ist Tja. so. Ja, das ist halt auch das Problem, dass da bei dem Hörspielpreis der Kriegsblinden die Kriegsblinden tatsächlich in der Minderzahl sind und da auch wieder das übliche Künstler, jetzt sag mal ein nettes Wort. Volk? Volk ist auch ganz okay, ja. Mir sind jetzt nur schlimmere Wörter eingefallen. Da sitzt und da der quasi das Ruder in der Hand hat. Und dann hat man wieder auch so einen Preis, der genauso gut auch bei der darstellenden Kunst, also es ist genau dieselbe Ausrichtung. Ach, das ist einfach schade. Da wird es dann auch wieder irgendwas werden und naja. Wie zum Beispiel das Hörspiel des Monats Februar. Auch das ist gekürt worden, um die Sache mal endlich abzuschließen. Im Februar gab es das Hörspiel Cold Haven von John Burnside, eine SWR-Produktion. Das Ganze ist inszeniert von Klaus Bulert. Ja, dann hatten wir euch ja schon mal vor längerer Zeit angekündigt, dass es David Foster Wallace Unendliches Spiel als Hörspiel geben wird. Und ja, das dermaßen große Ausmaße einnehmen wird. Das Buch selber ist ja irgendwie 1600, was weiß ich was, wie viele Seiten.
Ja, und das Ding ist tatsächlich fertig und ihr könnt es euch runterladen. Und das war ja so ein Projekt. Schade, dass wir nicht mitgemacht haben. Wir wollten eigentlich auch mitmachen, ne? Ja, wir wollten ja, Ja, ja. irgendwie verbaselt. Ja, Ja. schade. Das war auch so schnell weg. Also das lief ja wirklich, das war ja innerhalb von kürzester Zeit, waren die Seiten ja vergeben. Und also ich weiß, ich habe zweimal geguckt und zweimal war nichts quasi Adäquates für uns da. Und dann war es auch schon vorbei. Ging wirklich recht fix und schöner Abschluss. Ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, warum das jetzt ein Hörspiel ist. Tja, musste die Leute fragen von der Akademie der Darstellenden Künste wahrscheinlich. Ja, naja. Naja. Aber gut, dann sind wir auch durch mit den News. Mathild? Ach, wir hätten vielleicht noch, ich glaube, es hat geklopft. Ach, die Highlights müssen wir aber vorher noch. Ach, die Highlights müssen wir, stimmt, Ja, genau. das wird Also jetzt. musste unser Gast noch einen Er Moment warten. scharrt schon, ja, mit Ja. den Hufen. Ja, also ich Hat könnte er, es. hat er, ist, ist nicht nur ein Huf? Hufen. Ich glaube, er hat nur einen. Meinst du? Sagen zu, wenn manche behaupten es jedenfalls. Also ein Favorit sticht halt schon erstmal raus. Das ist Ja, ich die hatte, schwarze Sonne eigentlich. ja, und das, was direkt, fast direkt danach kommt, ja. Also bei Ja, mir, ich hast schwanke du recht. zwischen der Sonne und eigentlich müssten wir tanzen. Oder kommt dahinter noch was? Also ich mach's kurz und bündig. Ich nehme die schwarze Sonne, weil sie für eins der krassesten Hörmomente seit, ich weiß nicht, langer Zeit gesorgt hat und also alleine eine Szene geliefert hat, die ich so in der Art noch nie gehört habe. Und in der Gut, dann nehme ich den. Perfidität. Eigentlich müssten wir tanzen, weil es tatsächlich sehr originell erzählt war und mal ganz anders und man sich wirklich auf interessante Weise einem Thema genähert hat. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend und bin da überzeugt, dass sowas nur im Radio funktionieren kann, weil man sich das auf dem Markt einfach nicht trauen kann. Oder in der freien Szene. Aber halt Oder in da der freien Szene, ja. mit den, leider mit den Abstrichen dann Ja. wahrscheinlich. Joa, Ja, ja, hätten wir es. dann hätten wir das. Und ja, ist ja gut, dann lasst Wolf, dann lassen wir Ja, komm, rein, dann oder? rein mit ihm jetzt. Okay, viel Spaß. Okay, dann müsst ihr jetzt durch. Jagen die Verbrechermeute.